Jo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video heute. Es gibt mal wieder eine coole Farbtechnik und einen schönen Farbton danach. Und dafür habe ich die Nele mit dabei. Und ja, sie hat jetzt noch dunkelblonde Haare, alles Natur und da machen wir was ganz Cooles drauf. Lasst euch überraschen. So, bei der Nele könnt ihr sehen, sie ist vom Naturton im 6er-Bereich, das heißt dunkelblond und auch schon leicht von der Sonne ausgeblichen in den Spitzen. Und da mache ich jetzt eben eine coole neue Technik. Dafür stecke ich mir als erstes wieder die Seiten weg. Bei dieser Technik arbeite ich auch gerne in einer Zickzack-Abteilung, damit die Verläufe einfach weicher sind. Und dann webe ich mir das Ganze wirklich in relativ groben Strähnen aus. So, das muss auch gar nicht allzu gleichmäßig sein. Und dann... So, dann arbeite ich hier einfach wieder in einem schönen V, damit ich noch mehr Verläufe reinbekomme. Und dann ziehe ich das Ganze auch richtig schön nach oben. Okay. Und dann gehe ich hier wieder in einer leichten V-Form mit rein. Und mit diesem Pinsel, das ist extra ein Balayage-Pinsel, ist mein persönlicher Tipp, dass man damit auch ein bisschen gegen die Wuchsrichtung arbeiten kann, da er wirklich weichere Borsten hat und auch vorne nochmal dünner ist. Und dadurch schädige ich dann die Schuppenschicht vom Haar nicht so sehr. Jetzt könnt ihr das hier noch mal gut sehen. Ich habe hier das Ganze in einem leichten V eingestrichen. Und ja, mit dieser Technik kann man einfach wirklich schöne Kontraste kreieren. Das heißt auch mal wirklich dunkle Ansatzfarbe oder halt dunkle Farbe mit einer sehr hellen Farbe in Kombination. Gleichzeitig haben wir trotzdem noch einen schönen gesträhnten Übergang. Und die ganze Technik heißt Foilage, das heißt abgeleitet von Folie auf Englisch, Foils, und Balayage, dieses Yage. Und so ist das Ganze dann das Foilage. Deshalb, weil ich gleichzeitig auch noch mit der Folie arbeite, um einen stärkeren Kontrast zu bekommen und halt in dieser Balayage-Technik schön verlaufend. So, jetzt nur noch die letzte Frage, was machen wir mit dem Pony? Es würde ja doof ausschauen, den einfach nicht mitzufärben, denn es ist ein Vollpony, wenn der Rest dann wirklich schön gefärbt ist. Deshalb variiere ich hier einfach diese Foilage-Technik und arbeite damit einfach hier diagonal weiter. So, nochmal ein kleiner Tipp von mir, wenn ihr solche Techniken auch in Ponybereichen oder bei kürzeren Haaren durchführt, würde ich auf jeden Fall empfehlen, das Ganze hier etwas feiner wieder auszuweben, nicht so kräftig, damit wir einfach nochmal weichere Verläufe haben, denn hier gehen wir auch näher an den Ansatz ran und wir wollen ja keine Kanten im Gesamtbild. So Leute, wir sind fertig, wir haben es geschafft, ich zeige euch mal kurz das Ergebnis. Hier könnt ihr sehen, mit dieser Foilage-Technik haben wir wirklich einen schönen Kontrast mit drin und auch im Ponybereich, damit der einfach wirklich ein bisschen sanfter aussieht und auch zum Gesamtbild passt. Und das Ganze habe ich dann nochmal nach dem Blondieren im Waschbecken veredelt und zwar auf die Pflege, aufs Colorlock Treatment drauf mit Clear und 8 RV von den Shine Shades gemischt. Da habe ich 30 Gramm Clear genommen und 3 Gramm Shine Shades 8 RV. Und ich hoffe, es hat euch gefallen und konnte euch inspirieren. Dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis bald, Leute.